Hallo, liebe Mitstudierende, liebe R-User. Mein Name ist Thilo Hartmann und in diesem Screencast soll es darum gehen, wie man Datenbeispiele, die im Modul 1 im Kurs 3445 im Masterstudiengang Psychologie an der Fernuniversität in Hagen mit SPSS gelöst werden, in R lösen kann. Hierzu verwende ich auch die Daten, die in der Online-Vorlesung von Dr. Matsiota für die nicht-parametrischen Testverfahren verwendet werden. In diesem Teil geht es um den Mann-Whitney-U-Test. Ich gehe davon aus, dass Sie R installiert haben, dass es lauffähig ist und dass Sie wissen, wie man mit der Konsole oder der grafischen Benutzeroberfläche umgeht. Hier soll es nicht um die Details der Statistik oder das Programm R gehen, sondern einfach nur, wie man den Test in R umsetzen kann und wie man da die gleichen Kennwerte erzeugt, wie sie in SPSS erzeugt werden. Ich verwende hier die Oberfläche RStudio. Dabei ist hier im linken Bereich die Skriptdatei, da habe ich schon die einzelnen Befehle vorbereitet. Hier im unteren Bereich ist die Konsole, in der man direkte Eingaben in die R-Konsole tätigen kann und in der die Ausgaben angezeigt werden. Im rechten oberen Bereich ist der Workspace, in dem dann die einzelnen Daten angezeigt werden, und hier unten ist ein Ausgabebereich, der grafische Ausgaben ermöglicht. Zunächst schauen wir auf den Skriptbereich. Hier in dem Skriptbereich habe ich schon vorbereitet der erste Schritt. Im ersten Schritt wollen wir die Module laden, die später notwendig sind, um einzelne statistische Funktionen zur Verfügung zu haben. Die Module müssen nur kopiert werden, und in RStudio kann man mit dem Button Run oder mit der Tastenkombination Steuerung Return einzelne Zeilen oder ganze markierte Zeilensätze ausführen lassen. Wenn ich in der Oberfläche jetzt diese Befehle ausführe, dann kommt hier unten in der Konsole die Ausgabe, hier ohne Fehlermeldung, das ist gut so. Es kann allerdings sein, wenn die einzelnen Programmpakete bei Ihnen nicht installiert sind, dass es hier zu Fehlermeldungen kommt. Dann müssten Sie mit dem Install Packages Befehl die nicht enthaltenen Pakete nachinstallieren. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Sie können also die einzelnen Pakete nachinstallieren, einfach indem Sie die Zeile auskommentieren und ausführen lassen. Nachdem die Pakete geladen sind, können wir uns um die Daten kümmern. Als erstes muss das Arbeitsverzeichnis gesetzt werden mit dem Befehl set work directory. In diesem Befehl wird der Pfad zu dem Arbeitsverzeichnis übergeben. Bei mir ist es dieses hier, bei Ihnen ist es sicher ein anderes. In diesem Arbeitsverzeichnis wird R dann Daten suchen und Daten schreiben. Auch das kann man einfach ausführen, dann ist es gesetzt. In diesem Arbeitsverzeichnis liegt bei mir schon die heruntergeladene SPSS-Datei mannwhitney.sav, in der im SPSS-Format die Daten aus der Vorlesung enthalten sind. Mit dem Befehl read-spss können diese Daten in ein Datenframe gelesen werden, habe ich hier M1U-Test genannt. Wenn wir das ausführen, bekommen wir
in der Konsole eine kleine Fehlermeldung, die uns hier aber nicht zu stören braucht. Im rechten Bereich sehen wir jetzt, dass im Workspace ein Dataframe angelegt wurde mit 34 Zeilen und zwei Spalten. Mit dem Doppelklick darauf sehen wir in der linken Ansicht oben jetzt dieses Datenframe. Da gibt es einmal die Spalte Gruppe, in der die Zugehörigkeit zur Kontrollgruppe oder zur Sportgruppe festgelegt ist, und die Spalte Gewicht, in der das Körpergewicht der Probanden eingetragen ist. Da ich die Funktionen, die ich später benutze, auch mit anderen Datensätzen verwenden möchte, werde ich zunächst die Daten, die von der SPSS-Datei eingelesen wurden, in ein neues Datenframe und in einzelne Vektoren umkodieren. Wie Sie wissen, benutzt R verschiedene Formate, um Daten zu strukturieren. Im einfachsten Fall ist das eine Variable, ein Vektor, eine Matrize oder ein Datenframe, in dem auch dann sehr komplexe Kombinationen aus Vektoren und Faktoren enthalten sein können. Weil einzelne Funktionen lieber mit Vektoren rechnen, andere lieber Datenframes haben, kodiere ich nun die Daten aus der SPSS-Datei um, so dass sie sowohl als Vektor als auch als Datenframe vorhanden sind. In dieser ersten Zeile wird aus dem SPSS-Datensatz jetzt nur die Gewichte der Gruppe Sport ausgelesen und in die Variable EG für Experimentalgruppe eingelesen. Wenn wir diese Zeile aufrufen, entsteht ein neuer Datensatz, ein Vektor mit 17 Einträgen, der jetzt nur die Gewichte der Gruppe, die Sport betrieben hat, enthält. Das gleiche machen wir für die Kontrollgruppe. Und damit die Daten auch nochmal in einem Datenframe zur Verfügung stehen, in dem die Werte in einer einzelnen Spalte angegeben sind und die Gruppenzugehörigkeit in Faktoren, wird mit diesem Befehl Faktor ein Vektor angelegt, der die Länge der Werte hat und die Faktorenstufen zuweist. Und dann wird in einem neuen Datenframe UTDF der Vektor mit den Gewichtwerten in einer Spalte und in einer anderen Spalte der Vektor mit den Faktorenwerten zusammengefügt, damit man genau weiß, in welcher Spalte was ist. Können wir die Spalten noch mit Namen versehen. In der ersten Spalte sind die Werte, deswegen nennen wir diese Spalte Werte. In der zweiten Spalte sind die faktorierten Gruppen, die nennen wir jetzt einfach Gruppen. Wenn wir uns da die rechte Seite des Fensters genauer anschauen, sehen wir jetzt, hier ist der neue Datenframe entstanden. Der enthält auch wieder 34 Werte, zwei Spalten. Und wenn wir uns den anzeigen lassen, dann sehen wir hier, dass die Werte alle in einer Spalte sind und die Gruppenzugehörigkeit hier nun mit Experimentalgruppe und Kontrollgruppe bezeichnet werden. Das hat den Grund, dass ich die Funktionen auch mit anderen Datensätzen verwenden möchte, und so brauche ich diesen Schritt nur einmal zu machen und kann später dann mit der universellen Bezeichnung Experimentalgruppe auf die Werte